Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lego Brick Tales. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich wünsche euch jetzt gute Unterhaltung und viel Spaß. So, in der letzten Folge haben wir die Brücke bauen können und haben hier in der Gruft, nenne ich es mal, neben mir, hatten wir dieses richtig tolle Türenrätsel mit den Flammen und haben das alles perfekt abschließen können, haben uns die drei Steintafeln gesichert, die ihr rechts seht, den Falken, den Skarabäus und den Schakal. Und jetzt ist unsere Aufgabe, dass wir, glaube ich, dass wir die hier irgendwie einsetzen müssen, um dann in die Pyramide zu kommen. Los geht's! Hervorragend, ihr habt die Hieroglyphentafeln tatsächlich gefunden. Jetzt setzt sie in den Obelisken hier neben mir ein. Ich glaube, dies ist die Stelle, an der wir die Hieroglyphentafeln benutzen sollen. Lass uns die Hieroglyphen, die wir gefunden haben, auf dem Obelisken platzieren. Wir haben alle platziert. So, Katzen sind weg, haben Angst. Hervorragend, ihr habt alle Hieroglyphentafeln eingesetzt und die Tür ins Innere der Pyramide ist nun offen. In den alten Zeiten waren die Tiere auf den Tafeln mit verschiedenen mythischen Geschichten verbunden. Der Skarabäus rollte die Sonne über den Himmel. Der Schakal behütete die Waage am Eingang zum Jenseits und der Falke war mit einem allsehenden Auge gesegnet. Aber jetzt ist es Zeit für euch, das Grab in der Pyramide zu untersuchen und mir dann zu erzählen, was ihr entdeckt habt. Moment, Sie kommen gar nicht mit uns? Ach, Herrje, ich wünschte wirklich, ich könnte, aber mir ist gerade eingefallen, dass ich unbedingt hier warten muss. Falls Besucher auftauchen, hat rein gar nichts mit unheimlichen Kreaturen oder tödlichen Fallen zu tun. Dann habt mal viel Spaß da drinnen. Erforsche das Innere der Pyramide. Fallen. Sehr cool. Aha, da können wir schon mal nicht runtergehen. Wahrscheinlich Treibsand oder sowas. Da haben wir einen Hund. Da haben wir auch einen Hund. Geh nochmal Escape. Oh, da haben wir eine schöne Truhe. Da haben wir wieder etwas, was wir aufdecken können. Okay, hier ist nichts. Warum leuchtet das hier so? Ist da was? Wir werden es herausfinden. Okay, dieser Sockel muss natürlich irgendwie runterfahren. Ah, stopp. Wie können wir denn unseren Skill ändern? Da müsste ich ja nochmal zurück. Oh, hier oben war auch was, gerade eben. Hier war was. Hier, es ist wieder. Also wir brauchen den anderen Skill. Dann schauen wir uns das erstmal hier oben an. Eine Truhe. Schön. Eis. 10 Stück. Juhu.
So. Haben wir hier was? Ah, habe ich doch gesagt, dass es Treibsand ist. Oh, ist das cool. Mega. Aha, das war also der Hebel für den Sandabfluss. Da hinten haben wir auch was. Gucken wir mal, ob da was ist. Tatsächlich. Haha, das war ja leicht. Ui, da geht's noch weiter. Da kann man nicht. Da müssen wir wieder zurück. Ja, da müssen wir wieder zurück. Und da können wir auch noch lang. Ja, was macht man jetzt zuerst? Wir machen es alles hier erstmal. Wir clearen erstmal. Also, holen wir uns die Truhe. Holen wir uns unseren Smash-Skill. Und dann geht es wieder runter. Wow. So, dann geht's hier raus. Ein Stück. So, das haben wir auch. Dann gehen wir mal hier lang. Nach Westen. Ui, hier können wir was bauen. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Ah. Mal kurz gucken. Wow, ist das cool. Mhm, da kommen wir hinten durch. Das ist dann... Kommen wir denn da hin? Das ist das hier. Ah, hier können wir mit der Peitsche runter. Ach Gott, da müssen wir wieder zurück. Warte mal, eins, zwei. Da müssen wir, oh, da müssen wir ständig hin und her laufen, um uns wieder den anderen Skill zu holen. Okay, und wenn wir da durchkämen... Oder beziehungsweise wahrscheinlich geht es dann darüber und dann brauchen wir... Aber den Smash-Skill, glaube ich, haben wir aktuell noch. Dann können wir das kaputt machen. Und dann müssen wir wieder zurück. Okay, alles klar. Baue eine Überquerung über die gefährliche Fallgrube.
9 Stück davon. So. Ach so, warum haben wir denn unsere Peitsche nicht mehr? Haben wir. Okay. Mal hier. Mal wieder Treibsand. Okay, jetzt müssen wir zurück.
unseren Aufdeckungsskill holen. Da ist auch was, das muss ich mir merken. Okay. Reinkommen geradeaus. Kiste! Sehr schön. Mal gucken, wie viel wir jetzt schon haben. Wir müssen eigentlich über 100 haben. Ach, das zeigt er hier gar nicht an. Geschichte 44. Okay. Oh, warte mal, das ist ein Hase. Skelett, oberste Grabwache. Oha. Halt, Eindringlinge, ihr wagt es, die heilige Ruhestätte der Königin zu betreten? Wir wollen eigentlich nur herausfinden, was draußen all das Chaos verursacht hat. Bitte lass uns durch. Nun gut, die heiligen Schriften erlauben Besuche der Königin von ihrer Familie und Freunden innerhalb der Besuchszeiten. Meine Grabwachen sollen eure Kenntnis der Königin prüfen. Weist ihr euch würdig, ihre Freunde zu sein, werde ich euch in ihr Besuchszimmer lassen. Und verzeiht mir eine frevelhafte Anmerkung, aber eure Kleidung und die Accessoires sind einfach göttlich. Oh, danke. Ich würde sagen, die Mode hat es weit gebracht in den letzten 3000 Jahren. Ah, sehr schön. Erfülle die Aufgaben der Grabwachen. Da müssen wir wieder zurück. Jetzt machen wir es mal hier. Grabwache. Sehet die Prüfung der Verantwortung. Unsere Königin respektiert die Traditionen ihres Volkes, ebenso die Monumente ihrer Vorfahren. Ihre Pyramiden und Obelegolisken. Whatever. Ihr müsst ein Modell einer ihrer Ruhestätten bauen. Großartig, noch mehr Verantwortung. Verantwortung ist wichtig, ihr solltet diese Stätten respektieren. Die meinigen betrachten sie als heilig. Ist schon gut, wir werden euer Modell bauen. Okay, das machen wir gleich. Ich will noch mal kurz gucken, ob wir irgendwo anders noch was finden. Okay, das war die Grabwache. Da müssen wir auch was zerstören. Hier müssen wir auch was bauen. Das aktivieren wir auch mal kurz. Sehet die Prüfung der Katzenwürdigung. Seit jeher liebt unsere Königin Katzen, so wie es ihre Vorfahren taten. Diese sind heute noch recht beliebt. Dann werdet ihr wohl mit dieser Aufgabe keine Schwierigkeiten haben. Die Katze der Königin ist ihr liebster Begleiter, aber diese nackten Steinwände sind nicht auf Katzenbedürfnisse ausgelegt. Es benötigt eine Einrichtung, die diesen Ort katzenfreundlicher macht. Gut, dann haben wir das auch aktiviert. Das
ist die Frage, ob wir hier oben. Nein, da brauchen wir auch noch unseren Skill. Dann lassen wir das erstmal. Und gehen erstmal rüber. Ja. Okay. Lernen. Lerne, wie man Oberflächen zubaut. Manchmal erfordert eine Bauaufgabe, dass wir eine Fläche mit Steinen zubauen. Aha. Siehst du die gepunktete Fläche? Die Halbkreise zeigen nach oben. Das bedeutet, wir müssen sie von oben mit Bausteinen zubauen. Ah, hier. Von oben zubauen. So, oder was? Na? Hier, ah, hier zeigen die Halbkreise nach unten. Ah, ach Gott, warte mal. Aber hier doch auch. Ach so, Moment, stopp, die gelben. Alles klar. Gelbe Halbkreise nach oben. Wir müssen es oben raufbauen. Gelbe Halbkreise nach unten. Wir müssen es nach unten bauen. Alles klar. So, gut. Baue eine perfekte Pyramide. Ja, das ist nicht schwer. Das kriegen wir hin. Ah ja, und da seht ihr. Okay, aber das ist ja wirklich nicht schwer. Das ist die Spitze. Das ist ja nicht schwer. Mann! Nein. Aber hier. So, okay. Base Hammer. Ja, das ist easy. Bisschen ausprobieren. Kriegt ihr das hin? Ah, stopp. Ah, doch, zwei. Oh, ich dachte schon. Sehr schön. So, das war Streich Nummer 1. Dann geht's zur Katzen. Muss ich jetzt da mit dem nochmal reden? Nee, ich glaube nicht, oder? Muss ich reden? Schauen wir mal. Passt das so? Ihr habt eure Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Eine perfekte Nachbildung. Ihr habt sogar an das Alt.
altehrwürdige Gästezimmer, die altehrwürdige Sauna und das altehrwürdige an die altehrwürdige Bowlingbahn gedacht. Perfekt. Ha, wer hätte gedacht, dass es so interessant sein könnte, sich mit altehrwürdigen Pyramiden zu befassen? Ja, siehst du, was ich alles drauf habe hier. Klein anfangen, groß rauskommen. So. Gehen wir da mal rüber. Los geht's. Bauen. Baue einen eindrucksvollen Katzenbaum. Oh je. Ich und sowas. Für Hunde kann ich was bauen, aber für Katzen. Oh Gott, nee. Da habt ihr mich jetzt ja voll erwischt. Einen eindrucksvollen Katzenbaum. Oh mein Gott, das kann ich überhaupt nicht. Was ist denn das hier? Voll erwischt! Platziere die Testkatze. Platziere mindestens 2 Liegeplätze auf unterschiedlicher Höhe. Platziere das Körbchen. Nichts darf auseinanderfallen. Warte einen Moment. Okay. Ist aber witzig gemacht.
Das Körbchen kann ja auch unten sein, oder? Oder muss das oben sein? Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ja, mei, bei mir sieht es halt so aus. Keine Ahnung. Daran bin ich ganz, ganz schlecht. So, fertig. Passt. Ja, der macht doch was her. Okay, so, jetzt müssen wir wieder zurück. In die Kammer. Haben wir hier noch? Ah, das werden wir noch kurz machen. Jetzt holen wir uns das Vögelchen. Kurz die Katzen ansprechen. Mehr haben die auch nicht zu sagen. Oh, da oben ist nochmal ein Kaninchen. Ein Hase. Mehr. Grappa. Sehet die Prüfung der modischen Innendekoration. Entschuldigung, wie bitte?
ehrlich gesagt nehmen die anderen beiden Wachen ihre Prüfungen sehr ernst. Ich bin sicher, sie leisten hervorragende Arbeit. Aber ich bin zu Tode gelangweilt von diesem immer gleichen Sandsteinwänden. Kein Fleckchen Farbe, nirgendwo. Ich wollte nicht für tausende von Jahren irgendwelche Gräber bewachen. Innendesign war mein großer Traum. Dieser Ort ist ein Graus. Bitte, ich brauche unbedingt ein Einrichtungsstück, das Frohsinn versprüht. Aha. Baue einen nett arrangierten Setzkasten für den Grabwächter. Einen Setzkasten. Oha. Was ist denn ein Setzkasten?
Ach, das sind zwei. Ach nee, Schmarrn. Das sind zwei. Aber das ist zu breit. Geht das überhaupt noch drauf? Ist zu hoch, oder? Ja. Okay, dann müssen wir doch in die Breite bauen. Das ist ein Achter, oder? Ja. Ah, das ist einer. Aber warte mal, dann machen wir den hier hin. Kann man lassen, finde ich. Das sollte die letzte Prüfung gewesen sein. Gehen wir zurück zur obersten Grabwache. Sprich mit der obersten Grabwache. So, sehr schön. Ach, das sieht doch ganz nett aus. Bunt, so wie er es wollte. So, ich glaube, wir haben hier jetzt... Hier haben wir noch was zum Zerstören. Genau, da haben wir... Ah, was ist denn da unten? Oh, da ist die Peitsche. Die brauchen wir. Das heißt... Ah, das heißt... Oh, warte mal, hier ist jetzt auch was. Genau, es wahrscheinlich wird jetzt der Treibsand. Und da haben wir noch... Oh, die müssen wir auch noch... Nee, wir haben noch ein bisschen was. So, wo ist denn die oberste Grabwache? Und wie kommen wir jetzt da hoch?
Entschuldigung. So. Zugeballert mit SMSen. Die war doch hier. Oberste Grabwache. Ich heiße euch willkommen als Freunde der Königin. Ihr habt die Prüfungen bestanden und dürft nun eintreten. Macht euch bereit, unsere Königin Kleokatra zu treffen, so wie ihr geliebtes Kätzchen. Ah, schön. Sprich mit der Mumienkönigin. Oh, warte mal, können wir hier runter? Nein, können wir nicht. Gucken. Oh, schön. Cool. Aha, da ist sie anscheinend. Oh, hier ist ein Shop. Also es ist wirklich sehr abwechslungsreich. Eieiei. Gestaltet, das macht echt Spaß. Da ist ein Marienkäfer. Kommen wir nicht lang, gucken erstmal. Moment. Mhm. Bitte, ist cool. Cool gemacht. So. In den Shop gehen wir gleich. Hier holen wir uns noch den Einsiedlerkrebs. Kommen wir da hin? Jupp. Boah, cool. Was soll dieser ganze Aufruhr? Wie oft habe ich schon davor gewarnt, was passiert, wenn ich nicht meinen Schönheitsschlaf bekomme? Im Grunde muss ich sagen, dass ihr für eine 1000 Jahre alte Mumie unglaublich gut ausseht. Eure Konserviertheit. Du gefällst mir, kleines Metallkistenwesen. Nun gut, so nehme ich euch auf in das Gefolge der mächtigen Gottkönigin Kleokatra. Eure Mächtigkeit, eigentlich sind wir hier wegen des Erdbebens draußen und anderen Sonderlichkeiten. Die Menschen da draußen sind voller Ehrfurcht und Verehrung. Eher Furcht vor noch mehr Verheerung. Ihr wisst nicht zufällig, was vor sich gegangen ist. Ja, diese Erde hat gebebt, weil es mein Wille war. Diese Pyramide wirkt schallisoliert, aber etwas da draußen hat das lauteste Getöse verursacht, das ich jemals in meinem ganzen Leben nach dem Tod ertragen musste. Daher musste ich einen Fluch aussprechen, der sicherstellte, dass alles Lärmende außer Kraft gesetzt wurde. Mir waren die Hände gebunden. Eure Zornigkeit, das klingt schon etwas nach einer Überreaktion. Seid ihr schon mal aus einem tausendjährigen Schlaf geweckt worden? Ich bin wie eine wilde Löwin, bevor ich meine erste Tasse Kaffee getrunken habe. Grrr, aber ich glaube, ich bekomme jetzt eh kein Auge mehr zu für die nächsten Jahrhunderte. Vielleicht habe ich wirklich überreagiert. Na gut, ich werde den Fluch wieder aufheben, wenn ihr mir meine liebsten Freundin wiederbringen könnt. Meine wuschelige, kuschelige kleine Miezekatze. Ihr Name ist Miu. Sie ist klein und hat weißes, flauschiges Fell und ein feuchtes, kleines Stupsnäschen. Uns wird gerade sehr deutlich, wie sehr sie ihre Katze lieben. Ist das ungewöhnlich? Habt ihr keine Kätzchen, Schätzchen daheim? Sagt nicht, ihr streicht nicht täglich durch ihr wundervoll weiches Fell. Doch natürlich. Wir sind im Handumdrehen wieder da. Katzen! Man muss ja Gegendemo machen. Hunde! Hunde ist das einzig Wahre. Wo habt ihr sie denn zuletzt gesehen? Ich weiß nicht, muss schon ein paar Jahrhundert Jahre her sein, aber dass sie ganz verrückt nach Katzenminze ist, werde ich in zwei Ewigkeiten nicht vergessen. Katzenminze? Das erinnert mich an eine Händlerin auf dem Bazar. Ja, stimmt. Das hatte ich beinahe vergessen. Diesen Durchgang öffne ich euch, damit ihr schneller wieder nach draußen gelangen könnt. Das ist aber nett. Sehr schön.
Um Gottes Willen, ich habe nichts gegen Katzen, ja. Nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht, aber ich mag halt Hunde lieber. Ist halt so. Gut. Okay, das ist schön. Da hat sie uns den Weg nach draußen geebnet. Wir müssen eh raus, weil wir hier etliche Vasen zerstören müssen. Hier haben wir jetzt einen Shop. Da schauen wir auch gleich noch mal rein. Und dann gucken wir mal, ob wir uns ein bisschen anders einkleiden können. Ja, das machen wir gleich in der nächsten Folge. Jetzt schauen wir erstmal, ob wir ein bisschen Interesse an meinen Waren. Bring mir ein paar Eis am Stiel. Ich verlange nicht viel. Ja, ich habe genügend Eis am Stiel. Eigentlich. So. Steinset Wüste für 100 Eis am Stiel kaufen. Ach so, das sind dann optionale Steine, wenn wir irgendwas bauen, dass wir es damit sozusagen dekorieren können. Oder anders gesagt, hier bekämen wir sozusagen den Farbstein, den Noppenstein beige, 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 hellgrün, Sandfarbe und rot. Ich finde das hier cool. Ich will jetzt einen auf Pharao machen. Mumienkopfbandagen für 18. Ja, das mache ich. So, und dann haben wir hier. Schaue ich denn von vorne aus? Nee, ich will das hier haben. So, und was nehmen wir für. Dann nehmen wir das. So, wie können wir uns umziehen? Wie ging das? Garderobe. So, Gesicht. Nee, dann möchte ich mal. So, wir haben jetzt einen Schnauzer. So sieht's. Ach nee, warte mal. Nee, das ist besser. Schnauzer mag ich nicht. Kopf. Oh, warte mal. Mit einem Doppelklick habe ich schon wieder vergessen. Ah, anziehen. Kopf. Kopf brauchen wir eigentlich nicht, wenn wir. Nö. Da, das möchte ich nehmen. Ah, oh, das sieht cool aus. Kappa. Was ist denn neu jetzt gewesen? Das hier. Anziehen. Boah, mega. Und die Beine. Ja, das ist doch schön. Jetzt wären wir dem ganzen Level auch gerecht. Zurück. Weiterspielen. Das sieht doch gut aus. Was hat denn der da für ein Horn vorne dran? Nun gut. Lustig. So, dann haben wir, ja, hier haben wir jetzt nichts mehr, nehme ich an. Geht's raus. Genau, da war nichts mehr. Was haben wir hier? Oh, da unten haben wir aber noch eine Truhe. Da mal Marienkäfer. Doch, hier haben wir noch einiges zu entdecken. Aber wir gehen jetzt mal durch den Durchgang. Das war hier oben. Und dann holen wir uns auf jeden Fall den Smash-Skill. Sehr schön. Ach, Smash-Skill. Habe ich vergessen. Aber wir müssen eh mit den Leuten sprechen. Deshalb, meine Lieben, hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Ich fand's mega. Ich freue mich auf die nächste. Mit euch, für euch, wenn ihr wollt. Und wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Sonntagnachmittag. Die Sonne lacht. Es ist alles wunderbar. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.